Hi, gestern haben wir uns mit der Frage beschäftigt, was Single-File-Components in Vue.js sind. Heute geht es dann überhaupt mal um die Frage, warum sollte man in Vue.js einsetzen, was spricht denn dafür, was spricht gegebenenfalls auch dagegen und wie unterscheidet sich Vue von React bzw. was haben sie gemeinsam? Auf die Gemeinsamkeiten bin ich ja gestern schon so ein bisschen eingegangen, dass ich sagte, die Single-File-Components in Verbindung mit der Composition-API erinnern sehr, sehr stark an JSX in Verbindung mit den funktionalen Komponenten und den Hooks und dass insofern sich Vue in gewissem Sinne konzeptionell und methodisch an React annähert. Trotzdem gibt es natürlich Unterschiede zwischen den beiden und einen ganz gravierenden Unterschied hatte ich in der Folge am Montag, die verlinke ich euch hier nochmal in der Infocard, hatte ich dort schon erwähnt, nämlich Vue legt ganz klar den Fokus auf das HTML. Das heißt, dieses HTML-Zentrierte, das ist eine der Dinge oder eines der Dinge, die den Einstieg in Vue enorm erleichtern im Vergleich zu React, weil ich bei React eben über die JavaScript-Schiene komme und da sozusagen mehr Vorwissen vorausgesetzt wird. Ich kann mit Vue auch arbeiten, wenn ich zum Beispiel Designerin, wenn ich Designer bin, mich mit HTML und CSS auskenne und von JavaScript gar nicht so viel Ahnung habe, dann kann ich mit Vue durchaus zumindest in einem gewissen Prototypenbereich etwas erreichen, wohingegen ich bei React natürlich komplett aufgeschmissen bin. Da komme ich überhaupt nicht weit, wenn ich von JavaScript sozusagen keine allzu große Ahnung habe. Insofern hat React hier eine deutlich höhere Einstiegshürde, was Entwicklerinnen und Entwickler angeht, die vielleicht bisher mit JavaScript einfach noch nicht so viel zu tun hatten. Insofern ist das ein ganz essentieller Unterschied, den es so zwischen Vue und React immer schon gab und den es auch so, wie es jetzt aussieht, der auch so bleiben wird. Und das heißt, wenn ich also eher HTML-zentrisch arbeiten möchte, dann bin ich vielleicht ganz gut beraten, mit Vue.js zu arbeiten. Wenn ich kein Problem damit habe oder wenn ich eher JavaScript oder TypeScript-basiert arbeiten möchte, dann bin ich vielleicht mit React prinzipiell besser beraten. Natürlich haben beide Vorgehensweisen auch ihre jeweiligen Stärken und Schwächen, also gerade diese Fokussierung auf HTML, die ist natürlich ungemein praktisch, wenn ich zum Beispiel noch gar nicht so genau weiß, was ich eigentlich machen will. Also wenn ich irgendwas skribbeln will, wenn ich was ausprobieren will, wenn ich mal einen Prototypen bauen will, wenn ich einfach mal einen Click-Dummy bauen will, wenn ich mal ein Design testen will, all diese Dinge, die schnell gehen, wo noch viel umgeworfen wird, wo viel nochmal überarbeitet werden muss, das geht unter Umständen mit Vue.js sehr viel einfacher als mit React, wo ich mir einfach, weil die Komponenten sehr viel stärker im Vordergrund stehen und sehr, es ist eine andere Denkweise bei React, ich muss viel strukturierter vorgehen, das macht es eben bei Vue an der Stelle deutlich einfacher. Auf der anderen Seite, dadurch, dass React eben diesen Komponentengedanken stärker in den Vordergrund sozusagen rückt und viel mehr Struktur einfordert und auch in gewissem Sinne mehr Disziplin einfordert, skaliert das Ganze eben besser im Großen, wenn ich sehr umfangreiche Teams habe, einfach weil mehr Leitplanken sozusagen vorgegeben sind oder es mir möglich ist, diese Leitplanken vorzugeben und weil ich mir mehr über Architektur, Modularisierung, Struktur und Ähnliches überhaupt Gedanken machen muss. Eine Sache, die ungemein für Vue spricht, das ist generell, also das ist etwas, was wirklich bei Vue außergewöhnlich herausragend gut ist, ist die Dokumentation. Vue hat eine wirklich, ich weiß gar nicht, welchen Begriff ich verwenden soll, hat eine extrem vorbildliche Dokumentation, die ist wirklich, wirklich gut, die ist sowohl, die ist toll aufgebaut, die ist sehr verständlich geschrieben, die ist aber auch so, dass sie eben auch für fortgeschrittene Entwicklerinnen und Entwickler alle Details enthält, die man so wissen muss. Das ist wirklich außergewöhnlich gut, diese Dokumentation, kann man nur so sagen, das ist eben was, was gerade weil man oder wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, was ungemein hilft, da eben einen Fuß in die Tür zu bekommen und sich initial mal mit Vue zu beschäftigen. Was ebenfalls eine sehr schöne Sache an Vue ist, ist, dass Vue zwar modular aufgebaut ist, also Vue an sich ist relativ klein, es gibt aber von dem Team, was Vue entwickelt, eben auch noch diverse Komponenten, die das Ökosystem sozusagen darstellen. Es gibt zum Beispiel einen Router, es gibt eine eigene State-Management-Bibliothek, es gibt ein CLI, es gibt DevTools und. Und all diese Dinge, die kann ich verwenden, die muss ich aber nicht verwenden. Und das alles ist eben, wie gesagt, modular auswählbar. Ich kann also zum Beispiel Vue mit dem State-Management kombinieren, ohne den Router zu verwenden. Oder ich kann das Routing verwenden und die DevTools, ohne das State-Management zu verwenden und so weiter und so fort. Und ich muss eben auch nicht diese Lösungen verwenden. Ich kann das Ganze eben auch mit einer anderen Lösung für State-Management kombinieren oder mit einem anderen Router oder sonst was. Das heißt, das Ganze ist sehr so Lego-Bausteinartig an der Stelle aufgebaut. Und das Schöne ist aber dadurch, dass eben trotzdem alles von einem Team kommt, ist eben sozusagen das Angebot da, auf diese wunderschön aufeinander abgestimmten und gut integrierten Komponenten eben setzen zu können. Aber ich muss es eben nicht tun. Das ist eben auch was, was bei Vue
doch durchaus ins Auge fällt und was da sehr, sehr anders ist. Ein weiterer Punkt ist, Vue ist sehr ähnlich zu Web Components. Das habe ich die Tage schon mal erwähnt. Da ist auch in einem Kommentar zum Developers Daily Nummer 34 von letzter Woche Donnerstag, das verlinke ich euch hier nochmal in der Infobox, ist auch die Frage aufgeworfen worden, bei der Frage, warum React, ob das dann nicht sinnvoller wäre, vielleicht direkt auf Web Components zu gehen. Und das ist natürlich auch ein Argument für Vue. Wenn man daran glaubt, das ist eine Frage, die muss jeder subjektiv für sich selbst beantworten, aber wenn man der Meinung ist, dass eben Web Components in Zukunft eine gute Wahl darstellen würden, dann ist man vielleicht mit Vue ein bisschen besser auf diese Zukunft vorbereitet, weil einfach der Schritt von Vue in Richtung echte Web Components kleiner ist als der Schritt von React in Richtung echte Web Components. Das heißt, da gibt es durchaus eine ganze Reihe von Argumenten, die sozusagen für den Einsatz von Vue sprechen. Aber es gibt eben nicht nur Argumente für Vue, es gibt auch eine ganze Reihe von Argumenten gegen Vue. Das aus meiner Sicht stärkste Argument gegen den Einsatz von Vue ist, dass es eine proprietäre Syntax einführt mit den ganzen V-HTML-Attributen wie V4, V-on, V-if und so weiter. Das ist nämlich im Grunde genommen das, was man da aufbaut, ist Inselwissen. Das macht einen weder zu einem besseren JavaScript-Entwickler oder einer besseren JavaScript-Entwicklerin, noch führt mein vorhandenes JavaScript-Wissen dazu, dass ich gut mit Vue umgehen kann. Es ist Inselwissen. Und wenn Vue das übermorgen ändert, dann nützt mir dieses Wissen an anderer Stelle überhaupt nichts. Wenn ich auf ein anderes Framework umsteige, dann nützt mir dieses Wissen an anderer Stelle überhaupt nichts. Und das ist anders als bei React. React ist sehr, sehr, sehr viel enger mit JavaScript und TypeScript integriert. Das heißt, wenn ich in React zum Beispiel eine Schleife benötige, dann verwende ich die Schleife von JavaScript. Und ich kann eben mein Wissen wiederverwenden. Und ich habe eben nicht das Problem, dass ich im Prinzip zweimal dasselbe Konstrukt habe, aber mit unterschiedlichen Syntaxvarianten, vielleicht mit feinen, aber kleinen Unterschieden im Verhalten. Und das macht es einfach einfacher, das Ganze wiederzuverwenden. Und dadurch, dass man sich eben mit React, wenn man sich mit React beschäftigt, sich automatisch eben sehr viel mehr auch mit JavaScript beschäftigt, führt die Beschäftigung mit React eben dazu, auch eine bessere JavaScript-Entwicklerin oder ein besserer JavaScript-Entwickler zu werden, beziehungsweise umgekehrt. Also gerade bei React fällt mir immer wieder auf, man kann unheimlich viel über Immutability lernen, über die Garbage Collection, über Stack, über Heap und so weiter. Und das sind halt alles Dinge, die sind eben nicht auf React beschränkt, sondern von denen habe ich insgesamt was. Und das macht mich sozusagen insgesamt das verbessert insgesamt einfach mein Wissen, macht mich insgesamt zu einer besseren Entwicklerin beziehungsweise zu einem besseren Entwickler. Ich hatte schon angesprochen, dass diese Komponentendenkweise in React sehr viel stärker ausgeprägt ist. Das heißt, generell, wenn ich etwas sehr sauber strukturieren will, dann fällt mir das in React tendenziell leichter. Es ist nicht so, dass das in Vue nicht ginge. Es ist nur, dass es mehr Disziplin erfordert, es in Vue auch tatsächlich zu tun. Das heißt, ich kann in Vue sehr viel schneller Spaghetti-Code, den ich nicht mehr so richtig nachvollziehen kann, produzieren, als das eben in React möglich wäre, einfach weil React da gewisse andere Anforderungen stellt und sozusagen mehr Einsatz erfordert. Das ist aber halt, wie gesagt, hat beides seine Vor- und seine Nachteile. Und unterm Strich kann man sagen, Vue.js genauso wie React sind beides tolle, hervorragende Plattformen, mit denen man sehr, sehr schön und auf sehr, sehr schöne Weise Web-Anwendungen bauen kann. Und es hängt einfach davon ab, was man am Ende des Tages machen möchte. Das ist auch das, was ich in einem der Kommentare als Antwort geschrieben habe. Das kann man nicht so pauschal sagen. Ich habe im Grunde genommen in dem Video in der vergangenen Woche auch erstmal nur darlegen wollen, was unsere Gründe sind, warum zu dem, was wir üblicherweise machen, React sehr gut passt und was unsere Beweggründe sind, auf React zu setzen. Aber das heißt natürlich nicht, dass das für jeden gleichermaßen so gelten soll oder gelten muss. Und insofern ist Vue durchaus eine lohnenswerte Alternative, sich das mal anzugucken. Also wer von euch mit React vielleicht nicht so glücklich ist, vielleicht ist ja Vue eine entsprechende Option. Mich würde an der Stelle mal interessieren, wie ihr zu dieser Frage steht. Bevorzugt ihr React? Bevorzugt ihr Vue? Nehmt ihr irgendwas ganz was anderes? Schreibt eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Da würde ich gerne mal so ein Stimmungsbild haben und würde mich sehr interessieren, wie ihr zu dieser Frage steht. Oder ob ihr am Ende des Tages auch sagt, im Grunde genommen, ihr könnt einfach auch mehrere Frameworks verwenden und ihr verwendet halt ganz pragmatisch, je nach Projekt, je nachdem, was ihr gerade braucht, mal dieses, mal jenes. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was Vue so alles bietet. Wir haben schon gesagt, dass es einen Router integriert gibt, dass es eine State Management Library gibt und. Jetzt ist aber die Frage, so dieses Ökosystem, vielleicht sollte man da nochmal einen Blick näher drauf werfen. Und es stellt sich auch die Frage, was bietet dieses Ökosystem denn, was vielleicht über das hinausgeht, was von dem Kernteam geboten wird, was sollte man kennen? Und genau das werden wir uns morgen angucken. Das heißt, morgen werfen wir einen genaueren Blick auf Vue.x. Das ist die State Management Library und auf Nuxt.js.
Was das ist, erzähle ich euch morgen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und denkt dran, die Glocke zu aktivieren, damit ihr über neue Videos von YouTube auch benachrichtigt werdet. Und ansonsten bedanke ich mich, dass ihr heute dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstagnachmittag. Macht's gut, bleibt gesund, passt auf euch auf und dann bis morgen.